Das ist für mich noch so, ja, noch nicht so richtig greifbar, dass quasi jetzt am Samstag dann sowieso erstmal das Ganze vorbei ist, weil für die eine Sommerpause und ich höre halt komplett auf. Ich glaube aber, dass gerade Samstag, wenn extrem viele meiner ehemaligen Wegbegleiter auch mit dabei sind, meine Familie mit dabei ist, hoffentlich möglichst viele Zuschauer auch nochmal die Halle zur Hölle machen, plus halt die Mitspieler, die einen jahrelang auch hier begleitet haben, dass es dann eine sehr emotionale Geschichte für mich werden kann, ja. Ich hoffe erstmal, dass wir das letzte Heimspiel erstmal positiv gestalten können und einfach, dass jeder Spieler, der uns verlässt, egal wie lange oder kurz man hier war, sich nochmal präsentieren kann, dass wir gemeinsam nochmal Spaß haben. Jan ist übertrieben lange hier gewesen, ich glaube seine ganze Karriere hier gewesen. Bei Finn ist es ja auch ähnlich gewesen, der super lange mit mir zusammen gespielt hat. Und ja, ich hoffe, dass wir so viel Spaß miteinander haben können, dass der Tag dann noch ganz, ganz lange für uns in guter Erinnerung bleiben kann. Ich bin damals als ja, noch Jugendlicher das erste Mal hier nach Lübeck gekommen und habe in der ganzen Zeit, die ich jetzt hier in Lübeck war, mich mehr oder weniger dann vom Jugendlichen hin zum dann doch irgendwo gestandenen Spieler auch entwickeln dürfen, habe ganz, ganz viel mitmachen dürfen mit diesem Verein, viele Erfahrungen gewonnen. Was halt so in, ich sag mal, in positiver oder einfach so heraussticht, ist natürlich, sag ich mal, unsere DHB-Pokalsiege, die dann ja doch auch gegen Erstligisten hier waren, die was ganz Besonderes waren, weil die Stimmung einfach unbeschreiblich gut war. Es war ein unglaublicher Fight. Wir haben Sachen erreicht, die uns keiner zugetraut hatte in dem Moment. Ja, da gibt es so viel, was irgendwie in positiver Erinnerung geblieben ist. Auch so viele Menschen, denen ich ja, mega dankbar bin, ohne die jetzt mein Weg auch gar nicht möglich gewesen wäre hier. Und die nach wie vor auch das Leben hier dann so weit schön gemacht haben für mich, dass ich einfach hier in dieser Region bleiben möchte und dass das meine Heimat geworden ist.